So. Ja, herzlich willkommen zu. Sehr schön. Herzlich willkommen zu Level 21. Was? Hä? Zu Folge 28. Das war ja beides falsch. Von MyTest. Server. Let's Play. Gedönst. Dingsda-Bumster. Ja. Oder besser gesagt, willkommen zu unserer zu der vierten Folge unserer Minenbau-Special-Folgen-Episoden. Warum nehme ich immer das falsche Passwort? Der ist so traurig. Skandal. Könnte ich. Eisen. Wir brauchen definitiv mehr Stöcker. Stöcke. Wobei wir haben ja noch. Wir haben ja massig Holz dabei. Wieso haben wir jetzt das ganze Holz dabei? Ich nehme lieber das hier mit. Das brauchen wir später für unsere Hausbaukacke. Kiefernholz. Gut, das ist natürlich ein Problem, weil wenn wir hier aus Bretter machen, haben wir wieder andere Farbe. Das heißt also, wir werden die alle erstmal dafür verschwenden, hier Stöcker zu bauen. Zu kreieren. Ja, damit. Ah, passt genau. Yay. Fuck. So, wir brauchen definitiv nur eine Spitzhacke. Eigentlich können wir gleich zwei machen. Eigentlich können wir gleich 12 machen. Nee, okay, gut. Alle. Ja. Wir brauchen noch mindestens zwei. Deswegen mache ich auch gleich mal zwei. Rest kann ich ja mal wieder rausschmeißen hier. So. Und dann gehen wir mal in unsere Höhle. Hallo, geht mal. So. Die Speed-Taste quasi immer nur so anhauchen. Sonst fliegen wir hier wieder im hohen Bogen in unseren Grab. Direkt. Ohne Umwege. Und das wäre schade um unser Inventar. Ich meine, gut, wir würden direkt hier auch in der Nähe wieder despawnen. Was? Was ist hier falsch? Nee, doch, alles richtig. Das heißt also, wäre an sich nicht gefährlich, aber. Es muss jetzt nicht sein. Es muss jetzt einfach nicht sein. Unsere Fackeln, wo sind sie? Da. Licht. Oh Mann, Alter, ey. Das wird doch eine richtig lange Kacke hier. Wenn man mal bedenkt, dass wir gerade mal bei minus 15 ungefähr sind, ja, also vielleicht jetzt auch schon bei minus 20. Aber wir müssen bis minus 128, ja, also quasi noch gute 110 Blöcke runter. Alter, bloß nicht dran denken. Also ich glaube, wir werden noch einige Folgen dran zu tun haben. Korrekt, ja, ist korrekt. So, okay, jetzt wieder hier runter. Gott, so viel Kohle. Davon leider nicht ganz viel, schade eigentlich. Aber gut.
Nein! 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 Fuck! Ah! Ha! Das geht ja! Seriously, I'm a fucking idiot. Ahem! Ja! Und so verschwindet Ronny die gesamten Slabs. Es baut doch mal an. God damn it! Well, dann jetzt will aber hier die Sonne eine Kampfansage haben, ja, Alter. Ist ja jetzt richtig hier, Alter. Das heißt ja, die ist ja schon nicht mehr aktiv, die ist ja schon radioaktiv. Also kommt denn hier jetzt gerade eine Höhle? Interessant. Hä, aber eine ausgeleuchtete Höhle? Was kommt denn hier jetzt für eine Höhle? Hallo? Hi, ich bin der Neue, ich bin Ronny. Ah, lol! Ja, klar! Wir kommen langsam auf unsere, ja, nice und so, ne? Ja, geil und so. Geil. Ja, geil und so. Geil. Geil. Ja. Also, wie ist passiert? Das ist alles nochmal. Man sieht ja wohl auf Freunde auf mir, oder? Oh, hier Sand? Gab's den Erdrutsch? Oh, Alter, was ist denn so fucking wenig durch diese scheiß Sonne draußen? Ich schmeiß einfach mal überall Fackeln hin, auch wenn es jetzt für euch wahrscheinlich viel zu hell ist, wobei es geht eigentlich. Aber für mich ist es gerade viel zu dunkel. Wegen weil Sonne für mich ficken. Und ist auch gerade dabei, das gut zu schaffen. Ich wollte dich eigentlich. Jetzt oder bist du da? Danke. Danke. So, dann brauchen wir mal ein bisschen Häusle. Da. Das Häusle. Wir brauchen da alle Häusle. Und der helle Hölle. Hallo, Hölle. Wolle. Ja, komm, gib mal. So. Okay. Wird schon wieder dunkel. Sag mal, ich krieg hier eine Krise. Wir haben doch hier gerade erst. Achso, KD haben wir nicht, wir haben alle wieder abgerissen. Ah, schon besser. Ich dachte schon, der wird hier verrückt gleich. Nein! Und schon haben wir wieder nur eine Fackel. Was? Scheiß Ratten. Ratten! Ja, da habe ich jetzt natürlich erfolgreich mein Leben weggeworfen. Aha, und hier geht's langsam, denn kommen wir langsam so auf unsere alte Höhle. Konstruktur. Konstrukt. Tuk-Tuk. Eisenbahn und so. Ja, hier, da. Ich hab schon wieder reingehauen. Ich glaub das nicht, Alter. Ich kann euch gleich. Ich glaub mir gleich. Ich, also, ich will sterben. So. Ich wollte jetzt hier eigentlich Kerzen knallen. Das geht aber schlecht, wenn hier alles weg ist. Nein, du bist falsch. Ach Gott. Komm, baue ich erstmal alles ab hier. Muss nur gucken, dass ich hier nicht falsch baue. Also hier kommt es jetzt um 1 runter. Da kommt es dann wieder um 1 runter und da hört es dann auch schon auf. Ja eben, hier ist ja unser Abzweig, den wir hier gerade gebaut haben, den wir hier alles falsch gemacht haben quasi. Also, naja, nicht falsch, aber umsonst halt, ne? Oh Gott, ich sehe gar nicht so. Komm, ich mach gleich eine Kerze, egal ob es richtig ist oder nicht oder was. Es ist mir einfach zu dunkel. Und wenn mir zu dunkel ist, das wissen alle meine Feinde, dann gibt Krieg.
So, ich hoffe, ich bin noch in der richtigen Flucht. Ja, das sieht aber gut aus. Okay. Ja, der einzige Vorteil bei diesem Bauprojekt jetzt ist, dass wir dabei gleichzeitig ein bisschen Eisen einsacken. Von daher, selbst wenn alles schief geht, ist es zumindest nicht umsonst. Fuck. Sagt der Verglor, dann glaubt man die Menschheit. Ach, ich komm mal auf hier. So, jetzt müssen wir nämlich gucken. Ich will das ja, wie gesagt, ein bisschen parallel bauen. Ach, hier auf das Ding kommen wir jetzt gerade. Klar, stimmt, der ist ja gar nicht hier, mein Tunnel hier. Oh oh! Oh fuck, ich muss weg. Das gelbe Ding, was ihr da gesehen habt. Scheiße. Yay. Yeah. Wir brauchen Nahrung. Könnte ich mal hier ein bisschen nach meinem Rettich gucken? Ist natürlich noch nicht fertig. So. Essen ist immer gut. Ach ja, muss ich auch noch aufräumen hier oben. Oh, reicht das mal. Das mache ich später. Aber nicht so weit. So, und hier heißt es nämlich jetzt ein bisschen Bauspaßvertrag. Und zwar brauchen wir jetzt da ein Hölzchen, da ein Hölzchen und fuck you in the ass. Mit dir, weg da mit dir, das ist ja ein Trauerspiel hier. So, dann brauchen wir Block Holz. Da, 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 da. Hier kommt dann wieder ran. Achso, jetzt wäre ich eigentlich schon auf der Höhe, ne? Ja, also haben wir hier direkt die Höhe. Ist natürlich witzig, dass wir genau über dem Tunnel konstruieren. Das wird ein super witziges Baukonstrukt. Okay. Holz. Wir haben kein Holz. Mach mir, wenn du das gehört hast, ich meine es nicht ernst. Wobei! Warum eigentlich nicht? Ganz ehrlich? Boah, Alter, nee, aber, nee, komm. Nee. Also. Ist ja mich anhassen. Ich hatte gerade den witzigen Gedanken, naja, witzig mehr oder weniger. Also, ich muss darüber zumindest lachen, keine Ahnung. Wenn man ja jetzt die Ehe oder allgemein so die Liebe zwischen Männern und die Liebe zwischen Frauen, also nicht zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Männern in sich und Frauen in sich, ja, jetzt akzeptiert und so, ne? Was ja auch mal Zeit wurde, also bin ich auch dafür. Ich meine, ich persönlich bin nicht schwul, aber ich habe auch nichts gegen Schwule. Aber, ich fühle gerade so ein, wenn das jetzt legalisiert wurde, mit dem Hintergedanken, dass ja jeder Mensch, also Individuum, ne, dass jeder so seine eigenen Vorlieben hat. Und wenn ein Mann nun mal keine Frauen mag, sondern eher andere Männer, why not? Ist halt ein Mensch. Wobei ja viele immer das argumentiert haben, ja, das ist ja nicht menschlich, also ist auch kein Mensch mehr, also oh mein Gott. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen Holz. Denn, wie gesagt, ist ja jetzt legalisiert worden. Naja, legal war es schon immer. Nur halt, jetzt wurde es noch legaler, indem solche Leute halt auch offiziell heiraten dürfen und sowas, soweit ich weiß. Ja, die Frage ist, wenn man sowas jetzt darf, weil menschlich sein halt menschlich ist, müsste ja eigentlich auch jetzt so im Laufe der nächsten Jahrzehnte, Hunderte, Tausende vielleicht auch Inzest legalisiert werden? Ja doch, genau, legalisiert werden.
Wäre mal ein witziger Gedanke. Oh, jetzt habe ich genau in. Jetzt habe ich die Kerzen alle genau in einer Flucht. Wäre mal ein witziger Gedanke eigentlich so, ne? So frei nach dem Motto, ja, aber ich will das noch auch. Warum darf ich denn nicht meine Mutter heiraten? Ich will meine Mutter heiraten. Die sieht so gut aus. Lieber auf den ersten Blick. Direkt als ich aus ihrer Scheide rauskam, wusste ich sofort, die Frau nehme ich. Ne? Und von daher, ne, könnte man ja jetzt drüber streiten, ob das denn jetzt eigentlich ja vereinbar ist. Ich höre Ratten, Mäuse. Ja. Wie gesagt. Fiel mir gerade so ein. Ich weiß nicht warum. Ich will es auch gar nicht wissen. Ganz ehrlich, nein. Das sind so die Sachen, da verliert man den Glauben an sich selber. Und nein. Bitte nicht. Aber wie gesagt, war so eine Idee und man muss ehrlich sein, ne? Darf man nicht einfach so, ich sag jetzt mal, vernachlässigen, ne? Also muss man zumindest mal von gehört haben. Wenn auch jetzt nicht unbedingt aus der eigenen Familie, aber vielleicht Freunde oder Angela Merkel, vielleicht, dass sie hat einen Sohn oder so und der Sohn so, oh Angela Merkel, du heißer Feger, du siehst so unmenschlich gut aus. Gewirkt den mal am liebsten so richtig durchknattern. Wie sagen wir hier eigentlich? Hier passt doch irgendwas schon wieder nicht, oder? Das hier ist doch schon wieder Schwachsinn, kann das sein? Du kommst ab, du kommst ab, du kommst ab, du kommst auch ab. Das ist kompletter Humbug. Was mache ich denn hier eigentlich gerade? Hier ist doch, hier habe ich alle zwei. Das heißt also, hier muss ein Brett hin, da muss ein Brett drauf und da muss ein Brett drauf. Dann ist das, was ich hier gemacht habe, kompletter Humbug. Er kommt hier nämlich ein Stein dran. Heißt also, das muss so, so und so. Und da kommt dann ein Brett drauf. Beziehungsweise bei dem ein Ding kann ich doch einfach mal ein bisschen cheaten und damit es gleichmäßig aussieht, mache ich einfach so, 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 so. So. So muss das doch dann sein. Ja, und hier schiebe ich genauso, damit es auch gleichmäßig aussieht, mache ich hier jetzt alles aus Holz. Kann ich die Dinge eigentlich hier weglassen. Ne? Holz ist eine Ressource, die spare ich gerne. Wegen weil knapp und so. Badam. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe es doch gerade abgebaut. Jetzt baue ich sie wieder hin. Ja, Holz sparen, aber Werkzeuge kann man ruhig verschwenden. Wenn man da mit seiner Axt was abbaut, kann man es ruhig nochmal hinbauen und dann nochmal abbauen, ne? Das hält die Werkzeuge quasi jung, ne? Also, das ist Training für die. Ich will sterben. Gut, jetzt haben wir praktisch schon mal unsere, was auch immer das hier wird, bis zu dem ersten Übergang fertig. Und genauso meinte ich das halt, dass das jetzt hier ein bisschen gerade ist. Hier ist ja jetzt ein Übergang. Gut, dass der jetzt genau auf dem anderen Tunnel ja drauf ist. Ist natürlich ein bisschen, muss ich mal gucken, wie ich das denn ausbaue. Aber zumindest so vom Grundgedanken jetzt quasi, genau so. Der wird dann letztendlich ein bisschen gerade noch so 3-4 Blöcke vielleicht. Und dann geht es aber halt wieder weiter runter. Und dann halt bis auf die Ebene, wo es dann endlich hoffentlich mal Diamanten gibt. Damit wir dann hoffentlich endlich mal Diamanten haben. Ja, weil Diamanten wären schon nicht schlecht. Ich meine, wir spielen hier immerhin auf dem Server, ne? Und da gibt es schon ein paar böse Bubis, ne? Die wollen einem gerne mal ans Leder. Ja, hier mal einfach mal jemand, der ist auch egal, kommt ganz ehrlich. Bop, bop. Wieso schleifen die einfach? So viel schöne, so viel Kohle. Kohle. Kohle muss ich aber rausnehmen hier, ne? Wisst ihr schon, ne? Also, alle verschwinden geht dann auch nicht. So, dann haben wir, wie gesagt, die Treppe soweit endlich mal fertig. Ups, hier habe ich ja bereits. Ha! Ja genau, bis hier habe ich bereits.
Dann haben wir quasi hier oben unsere erste richtige Verbindung, so zwischen. Naja, richtige Verbindung könnte ich auch noch mal ein bisschen schicker bauen hier an der Stelle. Bleibt erstmal so. Ne, und dann habe ich hier unten unsere die Hauptverbindung quasi. Da muss ich ja nochmal gucken, wie wir das hier am dümmsten denn. Fuck. Immer raus. Mami. So, unsere erste quasi richtige Verbindung hier. Du kommst auch nochmal weg. So. Ja, und dann gucken, wie lange wir das hier kombiniert lassen. Als Übergang reicht das jetzt sogar schon aus. Hier würde ich gerne noch wieder ein bisschen weiter bauen, damit man hier, wie gesagt, Zugang zu der Höhle hat. Die ja hier nun mal weiter geht. Da muss man dann halt nur gucken. Wie man das denn hier so einigermaßen schön baut. Fuck, den wollte ich denke ich lassen. Fuck, siehste, hätte genau gepasst, hätte die anscheinend zu viel abgebaut. Scheiße. Ja. Nein. Warum verbrauchen wir eigentlich so wenig Eisen? Hä? Wie viel Eisen hatten wir denn am Anfang? Wir haben jetzt locker über 10 Spitzhacken gebaut. Weit über 10. Wir haben also mindestens 30 Eisen verbraucht. Hatten wir am Anfang wirklich 74 Eisen? Oder stimmt hier irgendwas nicht? Ach, egal. Mit sowas muss man sich nicht auseinandersetzen. Dafür bin ich Buchhalter. Die berechnen einen Zinsen. So. Komm, reicht so. Okay, ja, wie gesagt, hier hätte ich gerne noch so ein Ding. Hätte ich eigentlich alles dran lassen können. Machen wir es anders. So. So ist auch geil. Okay. Ja, hier, bam, passt. Gut, dann haben wir nämlich jetzt hier praktisch so ein Wegfall in andere Dimensionen und so. Und können dann hier hinten praktisch dann aber einfach wieder weiter runterbauen. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das voll von dem Durchgang, von der Breite des Durchgangs an sich reicht das ja hier vollkommen aus. Man kann das hier also quasi so direkt lassen. Ich muss nur hier praktisch den Durchbruch ein bisschen verbreitern. Das wäre hier praktisch 4er Höhe. Und hier in 3er Höhe. So, genau. Gut, okay. Mir fällt dir die Scheiße auf dem Arsch. Ja, komm. Danke. So, dann hätten wir hier eigentlich soweit schon mal alles. Hier das gleiche. Hier gibt es, wie gesagt, 4er Höhe. Und dann bin ich raus. Der muss noch weg. Perfekt. Jetzt ist perfekt. So, okay. Ja, und dann, wie gesagt, geht es hier nachher weiter. Aber das kommt dann. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel lang geht die Folge jetzt überhaupt schon wieder. Ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich brauche hier nochmal ein bisschen weiter. Mal gucken, ob das hier überhaupt empfehlenswert ist, was ich hier gerade vorhabe. Da drunter ist Sand. Warum ist das Sand? Dann weiß der Zukunft Ronny wenigstens gleich, aha, da geht's dann instant weiter. Fackeln. Wo sind meine Fackeln? Mein Inventar ist schon wieder voll. So. Oh,
baue ich hier noch schnell so einen kleinen Ansatz, damit ich den für später den die Flucht habe. Und dann heißt es erstmal denn für die Aufnahmesession heute dann erstmal Feierabend. So, hier geht es nochmal gerade weiter, genau, und dann geht es quasi runter, genau. Heißt also auch das hier geht erstmal weiter geradeaus, hier geht es auch weiter geradeaus und dann geht es alles runter um 1. Perfekt. So. Dann kommen wir jetzt hier hin, der krasse Slab. So. Ach komm her. Ganz ehrlich. Da. So. Okay. Bitte. Dann haben wir soweit alles. Oh, er kommt. Komm, dann muss ich erstmal hier umbringen. Oha, er greift schon an. Yay, wir haben einen Mace. Wir haben gleich 3 bekommen. Digga, was ist denn hier los? Nice. Okay. Ah, wie gesagt, das ist halt genau das, was ich meinte. Hier unten ist jetzt Monstergefahr. Wir leben quasi in einem gefährlichen Gebiet. So. Darf ich schnell hier noch unsere Beet gucken, aber das ist ein Trauerspiel, leider immer noch. Brot. Ach Gott, Alter. Ah, ist das traurig hier. Was? Moment mal. Die gesamte Bereiche ist gar nicht geschützt. Also hier, die Farmingstelle ist gar nicht geschützt. Oh mein Gott! Und ja, ich weiß, unsere Tunnelanlage ist auch nicht geschützt. Ja, aber ich will die auch nicht schützen, weil das wäre ein bisschen Overkill. Aber hier unser Farming-Bereich, da muss ich jetzt mal ganz liebevoll hier erstmal ein bisschen, ne, Bab, und dann würde ich mal sagen, so Area Position 1 und so. Ne, dann gehe ich hier einmal kräftig raus, denn bis nach Japan, so hier so. Bumm. Hier machen wir die 2, ne, und dann ist das alles erstmal hier geschützt. Ja. Protect. Farm. Yay! Und schon ist es unser Bereich. Und unser Bereich müssen wir verteidigen, auch vor Schweine. Aha, er versteckt sich. Ronny trifft wildes Pokémon. Wildes Pokémon gestorben. Gut, okay. In dem Sinne würde ich mal sagen, hier wächst sowieso nichts mehr. Also, spätestens jetzt. Ja, dann war's das mit der Session. Dann geht's nächste Woche dann wieder mit meinem Clown weiter. Beziehungsweise halt erstmal mit Doom natürlich, klar. Auch wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich bei Doom dann wieder die normale weitermache, also hier mit Free Doom, oder ob ich da erstmal weiter mit Extermination Day mache. Und da wieder den Tactical Mode, weil es kommt ja bald die finale Version von Brutal Doom 21 raus. Und sobald die raus ist, würde ich da halt auch dann gerne anfangen mitzuspielen. Des Weiteren kommt dann ja auch noch Sigil Doom raus. Da würde ich dann auch anfangen. Halt also in kurzer Zeit werde ich jetzt 2 Let's Plays mit einmal beginnen. Deswegen hätte ich das Extermination Day, was wir jetzt gerade am Laufen haben, dann doch schon gerne beendet. Weil da habe ich nämlich nur noch 3 Let's Plays zu laufen. Das von Freedom, Extermination Day, das neue. Und dann Doom Sigil. Und so hätte ich halt jetzt dann 4 praktisch zu laufen. Das alte Extermination Day, das neue Extermination Day und dann halt noch Sigil und Freedom. Deswegen muss ich echt gucken, wie ich das mache. Aber gut, das ist ja erstmal Zukunftsmusik. Für das Let's Play hier auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, ja, schau mit V und
Der Eel-Server. Ach, übrigens, für alle, die sich schon mal gefragt haben, und sowas finde ich hier geil, dieses ASCII-Art finde ich immer krass. Die fünf Server hier gehören alle mir. Also alle, die mit German Strich anfangen, bis jetzt, kann ja sein, dass irgendwann jemand noch was anderes hinzufügt. Aber die fünf Server hier, das sind alles meine. Das sieht man hier auch immer schön an der Schrift, der hat die gleiche Schrift. Außer halt hier die beiden, weil die natürlich auf Mindblown basieren. Alle anderen sind halt direkt Vanilla Mindtest. Ja, wichtig wäre vielleicht auch zu erwähnen, hier bitte nichts bauen, also nichts langfristiges bauen, weil das hier ist, wie der Name schon sagt, ein Trash-Server, also ein Müll-Server. Einfach so als Spielwiese quasi gedacht, deswegen hat man hier auch Creative. Aber ich werde diesen Server halt, weil das auch mein Test-Server ist, wo ich experimentiere, auch ab und zu mal zurücksetzen. Und zwar, ja. Zum Beispiel, wenn eine komplett neue Mindset-Version draußen ist und sich sehr viel am Map-Gen getan hat, dann würde ich auch nicht lange zögern, den Server einfach mal zurückzusetzen, um mit den neuen Map-Gen zu betrachten. Während halt die ersten vier Server, die sind halt sehr langfristig geplant. Gut, egal. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V und dann ja, bis zu Doom, beziehungsweise bis zu Mindclone, je nachdem, ob ihr auch Doom guckt oder nicht. Ciao.